Ihr Arbeitstag hat gerne mal 15 Stunden. Ihr Sohn krempelt gerade den ganzen Laden um. Udo und Christa Gollenstede haben einen Supermarkt mit Vollsortiment im 320-Seelendorf Schweiburg. Da war ich 22 Jahre alt. Das war schon Risiko. Wie ich angefangen bin, hat unser Steuerberater, der hat gleich zu mir gesagt, Herr Gollenstede, wissen Sie, was Sie da machen? Also das war schon Risiko mit 22 Jahren. Vor allen Dingen, man hatte ja auch keine, ja, das war das der dickste Hinter. Wo soll es herkommen? Also mussten die Banken schon mitspielen. 1974 hat Udo sich selbstständig gemacht. Ausgerechnet in der strukturschwachen Wesermarsch zwischen Varel und Brake. Ist ja ziemlich ländlich so, ne? Da war das ja noch einfacher, war das da ja noch, wie wir angefangen sind. Man hatte ja nicht so zu kämpfen, wie das jetzt ist, ne? Ja, die Leute, es waren ja mehr Leute da, ne? Die ja auch mehr gekauft haben. Dienstag, 17. Was war daher? Wenn du da nicht fest, fahr ich dahin. 11.30 Uhr ist er. Ob Beerdigung oder Motorradunfall, für Christa und Udo beginnt jeder Morgen mit der Regionalzeitung. Tim Gollenstede wohnt gleich nebenan. Vor 3 Jahren ist er als Juniorchef bei seinen Eltern mit eingestiegen. Mit vielen neuen Ideen. Moin. Hier hast du Riesen. Da. Und Frau Gessner, steht der auch schon drin? Ja, das habe ich gesehen. Was müssen wir heute denn noch packen? Komm, der Rest ist alles fertig. Detlef ist heute Nachmittag dran. Heute Morgen muss ich nach Reu hin, Uwe Gönne. Der 30-Jährige ist im Kaufmannsladen der Eltern aufgewachsen. Ich hatte früher so ein kleines rotes Bobbycar und das bin ich wirklich mit dem Knie denn drauf und dann richtig mit Vollgas denn durch den Laden. Ja, und die Kunden, die kannten das alles. Ich weiß auch, dass die Kunden, die haben mich ja mal mitgenommen zum Einkaufen. Und das war richtig, also ich habe schon mit im Alter von 4 Jahren habe ich schon betreutes Einkaufen gemacht. Ne? Ja, das waren Zeiten, die möchte ich echt nicht missen. Seitdem der Junior eingestiegen ist, gibt es für Familie Gollenstede fast keinen freien Tag mehr. Tims größte Neuerung: Catering und Partyservice. Mittlerweile bestücken sie bis zu 10 Veranstaltungen jedes Wochenende. Ich glaube, Mutter und Vater haben sich das auch mit mir ein bisschen anders vorgestellt. Sagen wir mal, dass wir auf einmal. Ja, das fing ja eigentlich an mit diesen ganzen Partyservice, wie ich mit den ersten Kühlanhänger, wie wir den ersten gekauft haben, da ist der Alte schon so hochgesprungen. Witz mit so einem Scheiß, brauchen wir nicht. Ja, jetzt haben wir mittlerweile 6 Stück. Immer anders sein als andere. Und die Leute hier wissen, dass ich nicht ganz normal bin und immer verrückt und anders. Und ja, da muss man natürlich seinem Image auch immer gerecht werden. Ne? Ich bin einer von 8 Jungs. Aus der Familie. Und alle anderen haben so ziemlich mit der Landwirtschaft was zu tun gehabt. Und dann hat mein Vater mich eigentlich so für verrückt erklärt, wie ich Kaufmann werden wollte. Also da konnte er gar nicht kapieren, ne? Weil das nichts mit der Landwirtschaft zu tun hatte und so. Also, und mich interessierte das überhaupt nicht. 6 Uhr früh. Die Stammkunden sind Frühaufsteher. Wir waren da ohne Strom, ne? Ohne Strom. Wir die ganze Straße. Gestern Abend war das. Gestern Abend. Ah, so. Danke schön. Bitte schön. Wir hätten hier nicht gekauft, wenn dieser Laden nicht gewesen wäre. Nein, echt? Nein. Wenn du älter bist, bleibt dir ja gar nichts anderes. Tschüss. Tschüss. 7:10 Uhr. Zeit für Udos Nebenjob. Als in den 80ern im Dorf ein Discounter eröffnen wollte, hat er sich schnell ein zweites Standbein zugelegt. Da habe ich gedacht, was macht man jetzt, um zu überleben?
Und dann habe ich die Chance gegriffen, weil ja bei mir auf der Nachbarschaft der Unternehmer war, der Busunternehmer. Und dann habe ich Busschein gemacht, nur ganz nebenbei. Seitdem ist der Kaufmann auch Busfahrer. Morgens und mittags dreht er eine große Runde. Am Laden vorbei, Richtung Deich und Jadebusen, bis zur Grundschule. Morgen, Janek. Guten Morgen. 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 Guten Morgen. Ich gehe immer vorne. Das ist Entspannung. Das ist mal was anderes. Kennen wir alle persönlich. Ja. Kennen wir alle nach Namen. Und da brauche ich auch keine Fahrkarten mehr kontrollieren. Da weiß man halt, dass sie mit müssen. Und die haben eine. Und das ist überhaupt problemlos. Wenn die dann kommen, dann rufen die schon von Weitem. Hallo Udo. Ärgert eure Lehrerin nicht so viel. Bis heute Mittag. Tschüss. 10 Haltestellen und nur 11 Schulkinder. Wesentlich weniger geworden, ja. Wir haben schon vor 20 Jahren, wie ich hier gefahren bin, dann waren es 25, 26 Kinder. Ne? Also das hat sich halbiert, leider. Ein Problem, ja. Unser ganzes Dorf ist ja kleiner geworden. Obwohl mehr Häuser da sind, aber die Bewohnerzahl passt nicht mehr. Der ältere Sohn ist auch Busfahrer, wollte den Laden nie übernehmen. Im Gegensatz zu Tim. Ich bin hier aufgewachsen und hier bleibe ich auch. Ich war ein Jahr lang im Außendienst für eine Getränkefirma. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber die Heimat hat einen immer wieder zurückgeholt. Ne? Mein Vater und das, was der sich hier aufgebaut hat, für mich quasi, da kannst du nicht einfach sagen, nee, weißt du was, ich will das nicht weitermachen. Das ist einfach, die Verbindung ist einfach zu doll da. Ne? Hast du alles dafür? Ja, tschüss. Udos Leidenschaft, Fleisch und Wurst, zum Beispiel für kalte Platten. Ja, komm mal. Vegetarisches geht nur ganz selten über seinen Tresen. Das braucht hier keiner. Das braucht hier keiner. Das ist ab und zu mal Gemüsesülze, aber sonst läuft da nichts. Hat sich das ja hiermit erledigt. Ich habe den Gebrauch gekauft und da gab es ihn nur mit Gas, ne? Und das war, ja, der ist mir so quasi in den Schoß gefallen und da konnte ich nicht Nein sagen. Das war auch wieder so ein Ding, wo Vater dann wieder gesagt hat, was willst du mit so einem Scheiß? Moin, Peter! Wo hast du die Nächte? Die hat Jonas, oder? Nee, da, hinterm Koffer. Selber machen, improvisieren. Typisch Gollenstedes. Das habe ich aber auch vom Alten. Ne? Wir hatten ja früher auch Fahrradhandel. Wir haben Fahrräder verliehen. Haben wir auch alles gehabt. Da ist der Alte mit angefangen und ja, und dann sollte ich das ja weitermachen. Und auch Fahrräder, das war. Ja, die Zeiten ändern sich und man soll. Schuster bleibt bei deinen Leisten, ne? Jonas ist ein Nachbarssohn und seit kurzem Praktikant. Der 15-Jährige ist lernschwach. Tim hat ihn unter seine Fittiche genommen, will ihn im kommenden Jahr als Auszubildenden einstellen. Jetzt, am Pfingstwochenende, bringen die beiden Zapfanlage und Tresen nach Ovelgönne zu einem 50. Geburtstag. Ich mit dem Plasmaschneider eben ein Viertel daraus brennen. So, Jonas. Dann kannst du mit der Flexi abschleifen, die scharfen Kanten. Ja. Mittlerweile hat sich das eben so, ist das so arbeitsintensiv auch geworden, dass man eigentlich im Sommer nur draußen ist. Deswegen, ich bin ja froh, dass ich Jonas habe, dass er mich da unterstützt. Ich glaube, sonst würde ich da gar nicht gegen ankommen können. Moin! Jonas, baust du die Anlage auf?
Jonas wird der erste Azubi seit 4 Jahren. Er ist ja nun noch täglich bei mir und ja, zu Anfang natürlich war das erst alles ungewohnt für ihn. Aber ich habe ihn dann irgendwann einfach mitlaufen lassen und selber machen und dann lernt er auch schneller. Ne? Alles Learning by Doing, das musste ich auch machen. Ne? Ja, macht sehr viel Spaß. Eigentlich alles. Und ab und zu ein bisschen Blödsinn labern, ne? Genau. Ja, weiß ich. Wenn du jetzt nur ein Bier haben willst, drückst du M. Raufstehen, runterdrücken. Und abnehmen. Dann ist das Bier fertig. Damit kannst du jetzt ca. 15 Bier in einer Minute schaffen. Schaffen brauchen wir nicht. Schaffst du, wollte ich gerade sagen, also ein lang dicker. Wir haben noch kein Pferd. Bier gezapft durch ein Magnetventil im Glasboden. Tims Idee, importiert aus den USA, hat ihn weit über den Jadebusen hinaus bekannt gemacht. Selbst in der Fußballarena von Schalke 04 hat der findige Kaufmann damit schon ausgeschenkt. Pfingstsonntag naht. Schankwagen Nummer 6 muss für die nächste Party vorbereitet werden. Bei einem Kreidlo-Motor kannst du nie was verkehrt machen. Und wenn du dir den gut wegstellst wie guten alten Wein, das ist egal. Friss kein Brot. Ja, da kannst du ja beide kaufen, weil allein schon die Zylinder, die sind ja schon, wenn, je nachdem wie gut, die sind schon 200 Euro wert. Jo, bis dann. Ciao. Ja, das war zwischendurch eine Zweiradberatung. Das ist ein Bekannter von mir. Da mache ich dann jetzt auch noch zwischendurch mal eben so einen Motor fertig. Und ja, der hat noch nicht ganz so viel Ahnung. Ja, das ist ja so Hobby, ne? Das pflegt und hegt man. In 2 Jahren könnten Christa und Udo in Rente gehen. Doch es werden immer mehr Events am Wochenende. Und die 40 Jahre alte Küche ist viel zu klein. Einfach so weitermachen wie bisher geht nicht. Tim, der wird froh sein, wenn wir lange durchhalten, meine Freunde. Sonst, wenn er unsere Kraft ersetzen will, dann muss er ja 4 Leute einstellen. Das bringt das Geschäft nicht auf. Dann kann er besser schnell den Laden dicht machen. Die Stunden, die wir arbeiten, die Stunden, das sieht ja auch keiner. Rund um zu die Dörfer haben ja auch keine Käufleute mehr. Die Dörfer sind alle größer. Da wird Tim aber auch seinen Weg finden, wenn das so wirklich so ist und dass das Dorf auch nicht mehr mitzieht. Dann wird er nur noch Partyservice machen, so sehe ich das. Gerade erst haben sie 250.000 Euro investiert. Bauen eine 400 Quadratmeter Lagerhalle mit größerer Küche. Warte, können wir hier ein bisschen an vorbei? Oder muss das gerade durch? Ja, gerade durch. Ist besser. Das passt von Höhe. Das passt von Höhe. Ich werde das auch trotzdem mal eben ausnivellieren. Und die Rosten müssen da noch rein. Hinten noch. Und noch ein bisschen Arbeit über Pfingsten. Wir sind da noch nicht mit durch. Mal 14 Tage Urlaub, das haben wir auch gemacht, wie die Jungs noch klein waren. Dann sind wir mal nach Mallorca gefahren und mal Teneriffa. Lanzarote waren wir schon. Aber dann 10 Tage oder 14 Tage, das musste drin sitzen. Aber das ist alles vorbei. Seitdem wir Partyservice machen, ist keine Zeit mehr da. Geht nicht. Wir kämpfen weiter. Ich kann da gut mit leben. So. Solange der Alte fett ist, geht das. Ja. So. Zumindest eine Woche Urlaub wollen sich Udo und Christa in diesem Jahr gönnen. Vermutlich sogar in der Hauptsaison. Nächste Party, ein Geburtstag mit 90 Gästen. Junior Tim sorgt für das Bier, Senior Udo heute Abend für Gyros. Über den Namen ihres gemeinsamen Ladens gehen die Meinungen auseinander. Neu Udo, würde ich immer sagen. Also ich sag immer Tim. Das ist wirklich von Generation zu Generation eben nach Tim fahren. Ja. Gibt es manche, oder eben nach Udo fahren. Ja? Eben nach Udo fahren oder eben zu Gonchis. Aber da wird nie einer sagen, wir fahren jetzt eben zu Nah und Gut oder so. Nee. Die sagen immer alle, entweder eigentlich genau. Immer bei Udo. Die ältere Generation sagt alle Udo und meine Generation sagt immer alle, ja, wir fahren eben nach Tim. Ne? Das stimmt wirklich. Ja. Jetzt kommt der 30. von Tims Kumpel Matthias Hüllstede dran. Seine alte Clique sieht Tim meist nur noch bei solchen Feiern. Moin. Moin.
Ja. So. Das hier war Füllchili, ne? Diese drei Sätten. Tzatziki, ja. Ketchup, wo Senf. Wo Ketchup und Senf drin ist. Genau, ja. Ja. Müssen wir aber gleich noch eben abhaken und nachgucken. Dann hast du 10 Geflügel. 10 Kilo Geflügel, jawohl. Ja. Und Bratwurst 250, ne? 250. So, ja. Das sind? Diese sind in 1,50, ne? 50 Stück. 50, 100, 150, 200. 40 Kilo Nackensteak, 250 Bratwürste. Von Tims Onkel aus dem Nachbardorf. Alle warten darauf, dass die neue, größere Küche endlich fertig wird. Knappe Sachen. Guck an. Das hat jetzt mein Kumpel, der hat mir ihm geschrieben. Genau. Kurzfristig über WhatsApp und das sind 200 Personen. Und ich kenne meine Meute, ja? Ne? So, da muss ich gleich dran denken. Was kommt da jetzt noch? 2 Kisten Bier, einmal Waschmittel. Ein Lieferservice, der sich auf den ersten Blick nicht rechnet. Oh ja, noch eben auf die Schnelle. Das Service, bis zu einem bestimmten Umkreis ist das alles Service. Das, man kann für, ich sag mal, so 5 Kilometer Umkreis, da kann man jetzt nicht da großartig Geld für verlangen. Ich finde, das gehört auch einfach immer dazu. Das sind Stammkunden und das muss man irgendwie pflegen. So, da sind wir. So, die beiden nochmal. Das war's schon. Ich kann das Haus bei Regen wieder schwimmen. Ja, genau, richtig. Danke. Herr Fischer, einen angenehmen noch. Dankeschön. Tschüss. Da fahre ich schon jahrelang hin. Und wie soll es auch gehen? Die haben kein Auto. Die sind überhaupt nicht mobil. Wie sollen sie es anders machen? Ne? Auf zu Kumpel Mattes. Grillen für 200 Personen. Das geht nur, wenn Tims Familie mithilft. Seine Freundin Sabrina ist Floristin, hat gerade erst Feierabend. Dazu Praktikant Jonas und sein älterer Bruder Marc. Wollen wir die Zelte gleich schon aufbauen oder nicht? Wenn es gleich regnet? Sonst wehen die auch weg, wa? Ja, doch. Ja, ich bin damit so mit reingewachsen, ne? Ja. Mitgehangen, mitgefangen, sag ich immer. 15 Kilometer weiter nordwestlich am Jadebusen, Seefeld. Auch Tims älterer Bruder Marc, Busfahrer genau wie Vater Udo, packt mit an, wann immer er kann. Klar, es gibt auch Tage, da hat man sich dann mal in eine Fittiche oder in eine Haare, aber das ist schon Masko an. Mott. Bierzeltgarnituren, Heizpilze, Schankwagen, Geschirr und Besteck. Fast alles hier kommt von Gollenstedes. Oh, ich hab den Tisch auf dem Kikoli. Wie viel waren das? 200 Teller, ne? Es ist 19 Uhr. Die Gastgeber kommen. Nur Tim und Sabrina bleiben draußen, wenn die eigene Clique feiert. Partyservice. Früher, ich sag mal, wo wir feiern gewesen sind, da waren wir 16, da haben wir die Sau rausgelassen. Jetzt ist Arbeiten angesagt. Du, die Halle, die wir da bauen, die kostet ja auch Geld, ne? Also musst du irgendwie Karriere machen. Irgendwo muss das Geld ja reinkommen, ne? Und das mit dem Nachwuchs? Oh, kein Kommentar. Das kriege ich auf jeder Fete, überall. Da, wo gerade Nachwuchs ist oder so, dann sagen meine Jungs, ja, Mensch, Tim, wann ist das denn bei euch so weit und alles? Ich habe dabei ja gar keine Zeit zu. Wenn ich abends im Bett liege, dann schlafe ich. Mahlzeit! Na, Chef? Nein. Der ist durch, ja. Kannst du machen. Aber du darfst das. Wie sieht's aus? Oh ja. Tim hatte mal wieder eine Idee. Die Familie muss weiter grillen.
Matthias, komm mal her! Matthias Hüllstede, der hat sich an seinem 30. Geburtstag aus dem Staub gemacht und ist in Urlaub gefahren. Nee. Damit er jetzt nicht, ja, damit er jetzt nicht wieder abhaut, haben wir den hier jetzt im Pranger. Jeder, der will, kann sich eine Türklinke nehmen und sich bei Mattes recken und einzeln an vorbeilaufen. Hat er verdient. Das, was du mir angetan hast an meinen 30. Das du alles. Boah, das ist. Oh, ich zitter schon. Schön putzen, mein Junge. Putzen. Matthias, ich frage dich noch mal. Wirst du noch mal abhauen? Nein. Flügel? Passt. Wie weit seid ihr? Hast du noch einen Rischot oder wie? Ja. Ja, aber die können ja jetzt gleich essen. Die können um Punkt 8 Uhr können die essen. Gott, ich liebe meinen Job. Ich kann ja nicht viel, aber das kann ich wirklich. 20 Uhr. Bei der anderen Party in Schweiburg läuft's. Udo und Christa sind schnell rübergekommen, um in Seefeld zu helfen. Mutter, Mutti. Ja, das machen die gut. Das können die schon ganz gut. Du hast mich auch so erzogen, ne? Ja. Ihn vielleicht nicht, aber mich. Ich bin jetzt aus der Nummer raus. Du bist ja jetzt raus? Ja. Nee, ich will nur eben gucken. Weil alles seine Richtigkeit hat. Rabatschieren hier, Essen passen, Attacke. Bist du zufrieden? Ja, alles besser. Passt alles. Jetzt ist Raubtierfütterung. Eben bei Detlef hat auch alles geklappt. Ja. Hat dann auch gebraucht. Udo und Christa ziehen sich langsam zurück. Tim, Sabrina und die anderen grillen, bis das Handgelenk schmerzt. Feierabend heute, 2:30 Uhr nachts. Anfang Juli. Die Halle und die lang ersehnte Küche werden wohl erst zu Weihnachten fertig. Tim will ins Nachbardorf die 90-jährige Stammkundin Erika Genzel abholen. Diesen Seniorenservice hat er sich einfallen lassen, weil in den Dörfern rund um Schweiburg ein Kaufmannsladen nach dem anderen schließen musste. Wir haben ja auch viele ältere Leute, die auch vielleicht keinen Führerschein mehr haben, die immer auf jemanden angewiesen sind. Und die anderen, die haben dann auch nicht immer Zeit. Und dafür dann springen wir eben ein. Ne? Macht ja auch Spaß. Ich kenne die Frau Genzel bloß immer als Tant Genzel. Und das ist schon eh und je so gewesen und ist auch eine langjährige Kundin, also das ist wirklich eine Stammkundin durch und durch. Moin, Tante Gänse. Ja. Hallo. Ja. Dann komm mal näher. Was brauchst du denn? Kiste Wasser? Neu? Kiste Wasser muss mit. Ja. Dein Stock muss noch mit? Ja. Hat aber die letzten Tage geregnet, wa? Oh, schlimm. Langsam kannst du mal aufhören, ne? Ja. Denn die Gräben sind alle so voll Wasser. Bei dir auch? Ja. Morgen ist die größte Veranstaltung der Catering-Saison. Udo und Christa helfen bis zur letzten Minute. Gestern Morgen um kurz vor 3 habe ich hier hinten schon gestanden und habe Nackensteak gemacht. Mit 1500 Stück. 1500 Nackensteak. Das ist der Höhepunkt. Das ist der Höhepunkt. Oder braucht man auch nicht immer. Und eine Kiste Wasser wolltest du haben, ne? Oder was denn? Zwei? Eine Kiste oder zwei? Eine Kiste. Eine Kiste? Ja. Ja. Sehr wichtig. Ich kann ja sonst nirgends hin. Ne? Alleine fahren darf ich nicht mehr. Sie. Ja, aber. Geht immer ganz gut. Einmal im Monat, dann kaufe ich aber dann auch mehr. Ne? Käse? Käse vom. Ja. Eine so eine Schale. Erika, lange nicht gesehen und doch noch wieder erkannt. Ja, nee. So, Lisa, einfach packen. Auch wenn Udo von den vielen Ideen seines Juniors nicht immer gleich begeistert ist,
Der neue Fahrservice passt ihm gut ins Konzept. Bringt Tim die gleich wieder weg oder hat er gesagt? Das weiß ich nicht, hat doch gar nicht gesagt. Ja, dann mach ich doch. So, dann jetzt. Bitte schön. Großes Verantwortungsgefühl. Wir werden uns wohl hier nicht vom Laden trennen können. Wir werden wohl, so Gott will, hier mit 80 Jahren noch stehen, schätze ich mal. So ein paar Stunden noch, ne? Und dann eine Woche Ruhe. Bisschen. Einmal. Einmal im Jahr. 7 Tage. Der erste Sonntag im Juli. Rastedter Musiktage. Saisonhöhepunkt für Caterer Tim und seine Mannschaft. Hallo Jonas. So, jetzt bock mal auf. 9 Uhr früh. In 2 Stunden sollen sie grillen. Für 100 Spielmannszüge und große Showbands. Essenszeit ist 3 Stunden. Und in 3 Stunden müssen irgendwie 1500 Leute irgendwie abgefertigt werden. Ja. Da immer rausnehmen. Genau. Dann habt ihr die sofort schon drin. Ja. Oder nicht? Ja. Das macht doch Sinn. Ja, dann können wir die nochmal da aus wieder rausnehmen. Genau, richtig. Ja. Okay. Oder wir drehen den großen. Wie können wir den drehen, dass wir die so rausnehmen? Sabrinas Eltern gehören zum Orga-Team der Musiktage. Catering unter Beobachtung. Ja. Vor allen Dingen, weil Schwiegervater auch noch Fleischer ist, ne? Ach, die trauen mir das ruhig zu. Die Eltern haben, meine Eltern habe ich in den Urlaub geschickt. Dann haben wir auch unsere Ruhe hier. Alles ja, schön. Alles gut. Sabrina und Tim müssen durchmachen in diesem Jahr. Urlaub gönnen sich die beiden frühestens im Januar. Nach 3 Stunden Vorbereitung der große Ansturm. 1500 hungrige Musiker. Heute muss es probehalber schon mal ohne Udo und Christa gehen. Aber wenn der ganze Gollenstede-Clan mit anpackt, wird es Partyservice und Supermarkt auch in 10 Jahren noch geben. Da ist sich Tim, der Kaufmann mit den vielen Ideen, sicher. Das ist so Familienleben eben. Ohne dem, also wenn wir jetzt alles, wenn wir jetzt komplett alles mit Angestellten hätten und nicht viel selber machen müssten, dann wird es natürlich irgendwo auch woanders eng. Ne? So bleibt alles in der Familie und das Wochenende fängt so gegen 21 Uhr irgendwann an, wenn man dann im Bett liegt. Zumindest eine Woche Urlaub wollen sich Udo und Christa in diesem Jahr gönnen. Vermutlich sogar in der Hauptsaison. Nächste Party, ein Geburtstag mit 90 Gästen. Junior Tim sorgt für das Bier, Senior Udo heute Abend für Gyros. Über den Namen ihres gemeinsamen Ladens gehen die Meinungen auseinander. Neu Udo, würde ich immer sagen. Also ich sag immer Tim. Das ist wirklich von Generation zu Generation eben nach Tim fahren. Ja. Gibt es manche, oder eben nach Udo fahren. Ja. Eben nach Udo fahren oder eben zu Gollenstedt. Aber da wird nie einer sagen, wir fahren jetzt eben zu Nah und Gut oder so. Nee. Die sagen immer alle, entweder eigentlich genau. Immer bei Udo. Die ältere Generation sagt alle Udo und meine Generation sagt immer alle, ja, wir fahren eben nach Tim. Ne? Das, ist, genau. Das stimmt wirklich. Ja. Jetzt kommt der 30. von Tims Kumpel Matthias Hüllstede dran. Seine alte Clique sieht Tim meist nur noch bei solchen Feiern. Moin. Moin. Können Sie sehen? Ja. Nein. So. Das hier war für Hüllstede, ne? Diese 3 ja. Sätten. Tzatziki, ja. Ketchup, Senf. Wo Ketchup und Senf drin ist. Genau, ja. Ja.
Müssen wir aber gleich noch eben abhaken und nachgucken. Dann hast du 10 Geflügel. 10 Kilo Geflügel, jawohl. Ja. Und Bratwurst 250, ne? 250. So, ja. Das sind? Diese sind in 1,50, ne? 50 Stück. 200. 40 Kilo Nackensteak, 250 Bratwürste. Von Tims Onkel aus dem Nachbardorf. Alle warten darauf, dass die neue, größere Küche endlich fertig wird. Knappe Sachen. Guck an. Das hat jetzt mein Kumpel, der hat mir ihm geschrieben. Genau. Kurzfristig über WhatsApp und da sind 200 Personen. Und ich kenne meine Meute, ja? Ne? So, da muss ich gleich dran denken. Was kommt da jetzt noch? 2 Kisten Bier, einmal Waschmittel. Ein Lieferservice, der sich auf den ersten Blick nicht rechnet. Oh ja, noch eben auf die Schnelle. Das Service bis zu einem bestimmten Umkreis ist das alles Service. Das, man kann für, ich sag mal, so 5 Kilometer Umkreis, da kann man jetzt nicht da großartig Geld für verlangen. Ich finde, das gehört auch einfach immer dazu. Das sind Stammkunden und das muss man irgendwie pflegen. So, da sind wir. Ja, das ist nett. So, die beiden einmal. Das war's schon. Ich kann das Haus bei Regen wieder schwimmen. Ja, genau, richtig. Danke. Herr Fischer, tschüss. Einen angenehmen noch. Dankeschön. Da fahre ich schon jahrelang hin. Und wie soll es auch gehen? Die haben kein Auto. Die sind überhaupt nicht mobil. Wie sollen sie es anders machen? Ne? Auf zu Kumpel Mattis. Grillen für 200 Personen. Das geht nur, wenn Tims Familie mithilft. Seine Freundin Sabrina ist Floristin, hat gerade erst Feierabend. Dazu Praktikant Jonas und sein älterer Bruder Marc. Wollen wir die Zelte gleich schon aufbauen oder nicht? Wenn es gleich regnet? Sonst wehen die auch weg, wa? Ja, ich bin damit so mit reingewachsen, ne? Ja. Mitgehangen, mitgefangen, sag ich immer. 15 Kilometer weiter nordwestlich am Jadebusen, Seefeld. Auch Tims älterer Bruder Marc, Busfahrer genau wie Vater Udo, packt mit an, wann immer er kann. Klar, es gibt auch Tage, da hat man sich dann mal in eine Fittiche oder in eine Haare, aber es ist schon was geordnet. Zapfanlage und Tresen nach Ovelgönne zu einem 50. Geburtstag. Mit dem Plasmaschneider eben ein Viertel da rausbrennen. Dann kannst du mit der Flexi abschleifen, die scharfen Kanten. Ja. Mittlerweile hat sich das eben so, ist das so arbeitsintensiv auch geworden, dass man eigentlich im Sommer nur draußen ist. Deswegen bin ich ja froh, dass ich Jonas habe, dass er mich da unterstützt. Ich glaube, sonst würde ich da gar nicht gegen ankommen können. Moin! Jonas, baust du die Anlage auf? Jonas wird der erste Azubi seit 4 Jahren. Er ist ja nun täglich bei mir und ja, zu Anfang natürlich war das erst alles ungewohnt für ihn. Aber ich habe ihn dann irgendwann einfach mitlaufen lassen und selber machen und dann lernt er auch schneller. Ne? Also Learning by Doing, das musste ich auch machen. Ne? Ja, macht sehr viel Spaß. Eigentlich alles. Und ab und zu ein bisschen Blödsinn labern, ne? Genau. Ja, weiß ich. Wenn du jetzt nur ein Bier haben willst, drückst du M, raufstellen, runterdrücken und abnehmen. Dann ist das Bier fertig. Damit kannst du jetzt ca. 15 Bier in einer Minute schaffen. Schaffen brauchen wir nicht.
schaffst du, wollte ich gerade sagen, also ein lang dicker. Ich habe noch kein Pferdemagnet. Bier gezapft durch ein Magnetventil im Glasboden. Tims Idee, importiert aus den USA, hat ihn weit über den Jadebusen hinaus bekannt gemacht. Selbst in der Fußballarena von Schalke 04 hat der findige Kaufmann damit schon ausgeschenkt. Pfingstsonntag naht. Schankwagen Nummer 6 muss für die nächste Party vorbereitet werden. Bei einem Kreidlo-Motor kannst du nie was verkehrt machen. Und wenn du dir den gut wegstellst wie guten alten Wein, das ist egal. Friss kein Brot. Ja, da kannst du ja beide kaufen, weil allein schon die Zylinder, die sind ja schon, wenn, je nachdem wie gut, die sind schon 200 Euro wert. Jo, bis dann, ciao. Ja, das war zwischendurch eine Zweiradberatung. Das ist ein Bekannter von mir. Da mache ich denn jetzt auch noch zwischendurch mal eben so einen Motor fertig. Und ja, der hat noch nicht ganz so viel Ahnung. Ja, das ist ja so Hobby, ne? Das pflegt und hegt man. In 2 Jahren könnten Christa und Udo in Rente gehen. Doch es werden immer mehr Events am Wochenende. Und die 40 Jahre alte Küche ist viel zu klein. Einfach so weitermachen wie bisher geht nicht. Tim, der will froh sein, wenn wir lange durchhalten, meine Freunde. Sonst, wenn er unsere Kraft ersetzen will, dann muss er ja 4 Leute einstellen. Das bringt das Geschäft nicht auf. Dann kann er besser schnell den Laden dicht machen. Die Stunden, die wir arbeiten, die Stunden, das sieht ja auch keiner. Rund um zu die Dörfer haben ja auch alle keine Kaufleute mehr. Die Dörfer sind alle größer. Da wird Tim aber auch seinen Weg finden, wenn das so wirklich so ist und dass das Dorf auch nicht mehr mitzieht. Dann wird er nur noch Partyservice machen, so sehe ich das. Gerade erst haben sie 250.000 Euro investiert, bauen eine 400 Quadratmeter Lagerhalle mit größerer Küche. Warte, können wir hier ein bisschen an vorbei? Oder muss das gerade durch? Ja, gerade durch, ist besser. Das passt von Höhe, das passt von Höhe. Ich werde das auch trotzdem mal eben ausnivellieren. Und die Rosten müssen da noch rein, hinten noch. Also ein bisschen Arbeit über Pfingsten. Wir sind da noch nicht mit durch. Mal 14 Tage Urlaub, das haben wir auch gemacht, wie die Jungs noch klein waren. Dann sind wir mal nach Mallorca gefahren und mal Teneriffa. Lanzarote waren wir schon. Aber dann 10 Tage oder 14 Tage, das musste drin sitzen. Aber das ist alles vorbei. Seitdem wir Partyservice machen, ist keine Zeit mehr da. Geht nicht. Wir kämpfen weiter. Ich kann da gut mit leben. So. Solange der Alte fett ist, geht das. Ja. Ihr Arbeitstag hat gerne mal 15 Stunden. Ihr Sohn krempelt gerade den ganzen Laden um. Udo und Christa Gollenstede haben einen Supermarkt mit Vollsortiment im 320-Seelendorf Schweiburg. Da war ich 22 Jahre alt. Das war schon Risiko. Wie ich angefangen bin, hat unser Steuerberater, der hat gleich zu mir gesagt, Herr Gollenstede, wissen Sie, was Sie da machen? Also das war schon Risiko mit 22 Jahren. Vor allen Dingen, man hatte ja auch keine, das war der dickste Hinter. Wo soll es herkommen? Also mussten die Banken schon mitspielen. 1974 hat Udo sich selbstständig gemacht. Ausgerechnet in der strukturschwachen Wesermarsch zwischen Varel und Brake. Ist ja ziemlich ländlich so, ne? Da war das ja noch einfacher, war das da ja noch, wie wir angefangen sind. Man hatte ja nicht so zu kämpfen, wie das jetzt ist, ne? Ja, die Leute, es waren ja mehr Leute da, ne? Die ja auch mehr gekauft haben. Dienstag, 17. Was war da hin? Wenn du da nicht hinfährst, fahr ich da hin. 11.30 Uhr ist er. Ob Beerdigung oder Motorradunfall, für Christa und Udo beginnt jeder Morgen mit der Regionalzeitung. Tim Gollenstede wohnt gleich nebenan.
Vor 3 Jahren ist er als Juniorchef bei seinen Eltern mit eingestiegen, mit vielen neuen Ideen. Moin. Moin. Hier ist es. Und Frau Gessner, steht der auch schon drinne? Ja, das habe ich gesehen. Was müssen wir heute denn noch packen? Der Rest ist alles fertig. Detlef ist heute Nachmittag dran. Heute Morgen muss ich nach Reu hin, Uwe Gönne. Der 30-Jährige ist im Kaufmannsladen der Eltern aufgewachsen. Ich hatte früher so ein kleines rotes Bobbycar. Und das bin ich wirklich mit dem Knie denn drauf und dann richtig mit Vollgas denn durch den Laden. Ja, und die Kunden, die kannten das alles. Ich weiß doch, dass die Kunden, die haben mich ja mal mitgenommen zum Einkaufen. Das war richtig, also ich habe schon mit im Alter von 4 Jahren habe ich schon betreutes Einkaufen gemacht. Ne? Ja, das waren Zeiten, die möchte ich echt nicht missen. Seitdem der Junior eingestiegen ist, gibt es für Familie Gollenstede fast keinen freien Tag mehr. Tims größte Neuerung, Catering und Partyservice. Mittlerweile bestücken sie bis zu 10 Veranstaltungen jedes Wochenende. Ich glaube, Mutter und Vater haben sich das auch mit mir ein bisschen anders vorgestellt. Sagen wir mal, dass wir auf einmal. Ja, das fing ja eigentlich an mit diesen ganzen Partyservice. Wie ich mir den ersten Kühlanhänger, wie wir den ersten gekauft haben, da ist der Alte schon so hochgesprungen. Witz mit so einem Scheiß, brauchen wir nicht. Ja, jetzt haben wir mittlerweile 6 Stück. Immer anders sein als andere. Und die Leute hier wissen, dass ich nicht ganz normal bin und immer verrückt und anders. Und ja, da muss man natürlich seinem Image auch immer gerecht werden. Ne? Ich bin einer von 8 Jungs aus der Familie. Und alle anderen haben so ziemlich mit der Landwirtschaft was zu tun gehabt. Und dann hat mein Vater mich eigentlich so für verrückt erklärt, wie ich Kaufmann werden wollte. Also da konnte er gar nicht kapieren, nicht? Weil das nichts mit der Landwirtschaft zu tun hatte und so. Also, und mich interessierte das überhaupt nicht. 6 Uhr früh. Die Stammkunden sind Frühaufsteher. Ohne Strom, ne? Ohne Strom? Wie die ganze Straße. Gestern Abend war das? Gestern Abend, ja. Dankeschön. Bitte schön. Wir hätten hier nicht gekauft, wenn dieser Laden nicht gewesen wäre. Nein, echt? Wenn du älter bist, bleibt dir ja gar nichts anderes. Tschüss. Tschüss. 7:10 Uhr. Zeit für Udos Nebenjob. Als in den 80ern im Dorf ein Discounter eröffnen wollte, hat er sich schnell ein zweites Standbein zugelegt. Da habe ich gedacht, was macht man jetzt, um zu überleben? Und dann habe ich die Chance gegriffen, weil ja bei mir auf der Nachbarschaft der Unternehmer war, der Busunternehmer. Und dann habe ich Busschein gemacht, nur ganz nebenbei. Seitdem ist der Kaufmann auch Busfahrer. Morgens und mittags dreht er eine große Runde. Am Laden vorbei Richtung Deich und Jadebusen bis zur Grundschule. Das ist Entspannung, das ist mal was anderes. Kennen wir alle persönlich, ja. Kennen wir alle nach Namen und da brauche ich auch keine Fahrkarten mehr kontrollieren, da weiß man halt, dass sie mit müssen und die haben eine und das ist überhaupt problemlos. Wenn die dann kommen, dann rufen die schon von Weitem. Hallo Udo. Herrgott, eure Lehrerin nicht so viel. Bis heute Mittag. Tschüss. 10 Haltestellen und nur 11 Schulkinder. Wesentlich weniger geworden, ja. Wir haben schon vor 20 Jahren, wie ich hier gefahren bin, dann waren es 25, 26 Kinder. Ne? Also das hat sich halbiert, leider. Ein Problem, ja. Unser ganzes Dorf ist ja kleiner geworden. Obwohl mehr Häuser da sind, aber die Bewohnerzahl passt nicht mehr.
Der ältere Sohn ist auch Busfahrer, wollte den Laden nie übernehmen. Im Gegensatz zu Tim. Ich bin hier aufgewachsen und hier bleibe ich auch. Ich war ein Jahr lang im Außendienst für eine Getränkefirma. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber die Heimat hat einen immer wieder zurückgeholt. Ne? Mein Vater und das, was der sich hier aufgebaut hat, für mich quasi, da kannst du nicht einfach sagen, nee, weißt du was, ich will das nicht weitermachen. Das ist einfach, die Verbindung ist einfach zu doll da. Ne? Hast du alles klar? Ja, wenn du okay. Ja, tschüss. Udos Leidenschaft, Fleisch und Wurst, zum Beispiel für kalte Platten. Ja, komm mal. Vegetarisches geht nur ganz selten über seinen Tresen. Das braucht hier keiner. Das braucht hier keiner. Das ist ab und zu mal Gemüsesülze, aber sonst läuft da nichts. Hey. Hat sich das ja hiermit erledigt. Ich habe den Gebrauch gekauft und da gab es ihn nur mit Gas, ne? Und das war, ja, der ist mir so quasi in den Schoß gefallen und da konnte ich nicht Nein sagen. Das war auch wieder so ein Ding, wo Vater dann wieder gesagt hat, was willst du mit so einem Scheiß? Moin, Peter! Wo hast du die Liste? Die hat Jonas, oder? Nee, da, hinterm Koffer. Selber machen, improvisieren. Typisch Gollenstedes. Das habe ich aber auch vom Alten. Ne? Wir hatten ja früher auch Fahrradhandel. Wir haben Fahrräder verliehen. Haben wir auch alles gehabt. Da ist der Alte mit angefangen und ja, und dann sollte ich das ja weitermachen. Und aber Fahrräder, das war. Ja, die Zeiten ändern sich und man soll. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Jonas ist ein Nachbarssohn und seit kurzem Praktikant. Der 15-Jährige ist lernschwach. Tim hat ihn unter seine Fittiche genommen, will ihn im kommenden Jahr als Auszubildenden einstellen. Jetzt, am Pfingstwochenende, bringen die beiden Bierzeltgarnituren, Heizpilze, Schankwagen, Geschirr und Besteck. Fast alles hier kommt von Gollenstedes. Oh, ich hab den Tisch auf dem Kiko. Wie waren das 200 Teller, ne? Ja. Soll ich euch erzählen? Es ist 19 Uhr. Die Gastgeber kommen. Nur Tim und Sabrina bleiben draußen, wenn die eigene Clique feiert. Partyservice. Früher, ich sag mal, wo wir feiern gewesen sind, da waren wir 16, da haben wir die Sau rausgelassen. Jetzt ist Arbeiten angesagt. Du, die Halle, die wir da bauen, die kostet ja auch Geld, ne? Also musst du irgendwie Karriere machen. Irgendwo muss das Geld ja reinkommen, ne? Und das mit dem Nachwuchs? Oh, kein Kommentar. Das kriege ich auf jeder Fete, überall. Da, wo gerade Nachwuchs ist oder so, dann sagen meine Jungs, Mensch, Tim, wann ist das denn bei euch so weit und alles? Ich habe da aber ja gar keine Zeit zu. Wenn ich abends im Bett liege, dann schlafe ich. Mahlzeit! Na, Chef? Moin. Kannst du machen. Aber darfst du. Wie sieht's aus? Oh ja. Tim hatte mal wieder eine Idee. Die Familie muss weiter grillen. Matthias, komm mal her. Matthias Hüllstede. Der hat sich an seinem 30. Geburtstag aus dem Staub gemacht und ist in Urlaub gefahren. Damit er jetzt nicht, ja, damit er jetzt nicht wieder abhaut, haben wir den hier jetzt im Pranger. Jeder, der will, kann sich eine Türklinke nehmen und sich bei Mattes recken und einzeln an vorbeilaufen. Hat er verdient. Das, was du mir angetan hast, an meinen 30. Bist du alles? Boah, das ist. Ja. Oh, ich zitter schon. Schön putzen, mein Junge. Putzen. Matthias, ich frage dich noch mal, wirst du noch mal abhauen? Nein. Flügel? Passt. Wie weit seid ihr?
Hast du noch einen Rechaud oder wie? Ja. Ja, aber die können ja jetzt gleich essen. Die können um ja. Punkt 8 Uhr können die essen. Gott, ich liebe meinen Job. Ich kann ja nicht viel, aber das kann ich wirklich. 20 Uhr. Bei der anderen Party in Schweiburg läuft's. Udo und Christa sind schnell rübergekommen, um in Seefeld zu helfen. Mutter, Mutti. Ja, das machen die gut. Das können die schon ganz gut. Du hast mich auch so erzogen, ne? Ja. Ihnen vielleicht nicht, aber mich. Ich bin jetzt aus der Nummer raus. Du bist ja jetzt raus? Ja. Nee, ich will nur eben gucken. Ob alles seine Richtigkeit hat. Attacke! Bist du zufrieden? Ja, alles besser. Passt alles. Jetzt ist Raubtierfütterung. Eben bei Detlef hat auch alles geklappt. Ja. Hat dann auch gebraucht. Udo und Christa ziehen sich langsam zurück. Tim, Sabrina und die anderen grillen, bis das Handgelenk schmerzt. Feierabend heute, 2:30 Uhr nachts. Anfang Juli. Die Halle und die lang ersehnte Küche werden wohl erst zu Weihnachten fertig. Tim will ins Nachbardorf die 90-jährige Stammkundin Erika Genzel abholen. Diesen Seniorenservice hat er sich einfallen lassen, weil in den Dörfern rund um Schweiburg ein Kaufmannsladen nach dem anderen schließen musste. Wir haben ja auch viele ältere Leute, die auch vielleicht keinen Führerschein mehr haben, die immer auf jemanden angewiesen sind. Und die anderen, die haben dann auch nicht immer Zeit. Und dafür dann springen wir eben ein. Ne? Macht ja auch Spaß. Ich kenne die Frau Genzel bloß immer als Tant Genzel. Und das ist schon eh und je so gewesen. Und ist auch eine langjährige Kundin. Also das ist wirklich eine Stammkundin durch und durch. Moin, Tant Genzel. Tresen nach Ovelgönne zu einem 50. Geburtstag. Mit dem Plasmaschneider eben ein Viertel daraus brennen. Dann kannst du mit der Flexi abschleifen, die scharfen Kanten. Mittlerweile hat sich das eben so, ist das so arbeitsintensiv auch geworden, dass man eigentlich im Sommer nur draußen ist. Deswegen bin ich ja froh, dass ich Jonas habe, dass er mich da unterstützt. Ich glaube, sonst würde ich da gar nicht gegen ankommen können. Moin! Jonas, baust du die Anlage auf? Jonas wird der erste Azubi seit 4 Jahren. Er ist ja nur noch täglich bei mir. Und ja, zu Anfang natürlich war das erst alles ungewohnt für ihn. Aber ich habe ihn dann irgendwann einfach mitlaufen lassen und selber machen. Und dann lernt er auch schneller. Ne? Alles Learning by Doing, das musste ich auch machen. Ne? Ja, macht sehr viel Spaß. Eigentlich alles. Und ab und zu ein bisschen Blödsinn labern, ne? Genau. Ja, weiß ich. Wenn du jetzt nur ein Bier haben willst, drückst du M. Raufstehen, runterdrücken. Und abnehmen. Dann ist das Bier fertig. Damit kannst du jetzt ca. 15 Bier in einer Minute schaffen. Schaffen brauchen wir nicht. Schaffst du, wollte ich gerade sagen, also ein lang dicke. Ich noch kein Pferd. Ja. Bier gezapft durch ein Magnetventil im Glasboden. Tims Idee, importiert aus den USA, hat ihn weit über den Jadebusen hinaus bekannt gemacht. Selbst in der Fußballarena von Schalke 04 hat der findige Kaufmann damit schon ausgeschenkt. Pfingstsonntag naht. Schankwagen Nummer 6 muss für die nächste Party vorbereitet werden. Bei einem Kreidlo-Motor kannst du nie was verkehrt machen. Und wenn du dir den gut wegstellst wie guten alten Wein, das ist egal. Friss kein Brot. Ja, da kannst du ja beide kaufen, weil allein schon die Zylinder, die sind ja schon, sag ich mal, ja schon wenn, je nachdem wie gut, die sind schon 200 Euro wert. Jo, bis dann, ciao. Ja, das war zwischendurch eine Zweiradberatung. Das ist ein Bekannter von mir. Da mache ich denn jetzt auch noch zwischendurch mal eben so einen Motor fertig. Und ja, der hat noch nicht ganz so viel Ahnung. Ja, das ist ja so Hobby, ne? Das pflegt und hegt man. In 2 Jahren könnten Christa und Udo in Rente gehen.
Doch es werden immer mehr Events am Wochenende. Und die 40 Jahre alte Küche ist viel zu klein. Einfach so weitermachen wie bisher geht nicht. Ja, das war zwischendurch eine Zweiradberatung. Das ist ein Bekannter von mir. Da mache ich den jetzt auch noch zwischendurch mal eben so einen Motor fertig. Und ja, der hat noch nicht ganz so viel Ahnung. Ja, das ist ja so Hobby, ne? Das pflegt und hegt man. In 2 Jahren könnten Christa und Udo in Rente gehen. Doch es werden immer mehr Events am Wochenende. Und die 40 Jahre alte Küche ist viel zu klein. Einfach so weitermachen wie bisher geht nicht. Tim, der wird froh sein, wenn wir lange durchhalten, meine Freunde. Sonst, wenn er unsere Kraft ersetzen will, dann muss er ja 4 Leute einstellen. Das bringt das Geschäft nicht auf. Dann kann er besser schnell den Laden dicht machen. Die Stunden, die wir arbeiten, die Stunden, das sieht ja auch keiner. Rund um zu die Dörfer haben ja auch keine Kaufleute mehr. Die Dörfer sind alle größer. Da wird Tim aber auch seinen Weg finden, wenn das so wirklich so ist und dass das Dorf auch nicht mehr mitzieht. Dann wird er nur noch Partyservice machen, so sehe ich das. Gerade erst haben sie 250.000 Euro investiert, bauen eine 400 Quadratmeter Lagerhalle mit größerer Küche. Warte, können wir hier ein bisschen an vorbei? Oder muss das gerade durch? Ja, gerade durch. Ist besser. Das passt von Höhe. Das passt von Höhe. Ich werde das auch trotzdem mal eben ausnivellieren. Und die Rosten müssen da noch rein. Hinten noch. Noch ein bisschen Arbeit über Pfingsten. Wir sind da noch nicht mit durch. Mal 14 Tage Urlaub, das haben wir auch gemacht, wie die Jungs noch klein waren. Dann sind wir mal nach Mallorca gefahren und mal Teneriffa. Lanzarote waren wir schon. Aber dann 10 Tage oder 14 Tage, das musste drin sitzen. Aber das ist alles vorbei. Seitdem wir Partyservice machen, ist keine Zeit mehr da. Geht nicht. Wir kämpfen weiter. Ich kann da gut mit leben. So. Solange der Alte fett ist, geht das. Ihr Arbeitstag hat gerne mal 15 Stunden. Ihr Sohn krempelt gerade den ganzen Laden um. Udo und Christa Gollenstede haben einen Supermarkt mit Vollsortiment im 320-Seelendorf Schweiburg. Da war ich 22 Jahre alt. Das war schon Risiko. Wie ich angefangen bin, hat unser Steuerberater, der hat gleich zu mir gesagt, Herr Gollenstede, wissen Sie, was Sie da machen? Das war schon ein Risiko mit 22 Jahren. Vor allen Dingen, man hatte ja auch keine, ja, das war das, der dickste Hit. Auch Tims älterer Bruder Mark, Busfahrer genau wie Vater Udo, packt mit an, wann immer er kann. Klar, es gibt auch Tage, da hat man sich dann mal in eine Fittiche oder in eine Haare, aber es ist schon Maskoan. Zapfanlage und Tresen nach Ovelgönne zu einem 50. Geburtstag. Mit dem Plasmaschneider eben ein Viertel da rausbrennen. So, dann kannst du mit der Flexi abschleifen, die scharfen Kanten. Ja. Mittlerweile hat sich das eben so, ist das so arbeitsintensiv auch geworden, dass man eigentlich im Sommer nur draußen ist. Deswegen, ich bin ja froh, dass ich Jonas habe, dass er mich da unterstützt. Ich glaube, sonst würde ich da gar nicht gegen ankommen können. Moin! Jonas, baust du die Anlage auf? Jonas wird der erste Azubi seit 4 Jahren. Er ist ja nur noch täglich bei mir und ja, zu Anfang natürlich war das erst alles ungewohnt für ihn. Aber ich habe ihn dann irgendwann einfach mitlaufen lassen und selber machen und dann lernt er auch schneller. Ne? Also Learning by Doing, das musste ich auch machen. Ne? Ja, macht sehr viel Spaß. Eigentlich alles. Und ab und zu ein bisschen Blödsinn labern, ne? Genau. Ja, weiß ich. Wenn du jetzt nur ein Bier haben willst, drückst du M.
raufstehen, runterdrücken und abnehmen. Dann ist das Bier fertig. Damit kannst du jetzt ca. 15 Bier in einer Minute schaffen. Schaffen brauchen wir nicht. Schaffst du, wollte ich gerade sagen, also ein lang dicker. Wir haben noch kein Pferd im Bier, gezapft durch ein Magnetventil im Glasboden. Tims Idee, importiert aus den USA, hat ihn weit über den Jadebusen hinaus bekannt gemacht. Selbst in der Fußballarena von Schalke 04 hat der findige Kaufmann damit schon ausgeschenkt. Pfingstsonntag naht. Schankwagen Nummer 6 muss für die nächste Party vorbereitet werden. Bei einem Kreidlo-Motor kannst du nie was verkehrt machen. Und wenn du dir den gut wegstellst wie guten alten Wein, das ist egal. Friss kein Brot. Ja, da kannst du ja beide kaufen, weil allein schon die Zylinder, die sind ja schon, wenn, je nachdem wie gut, die sind schon 200 Euro wert. Jo, bis dann. Ciao. Ja, das war zwischendurch eine Zweiradberatung. Das ist ein Bekannter von mir. Da mache ich denn jetzt auch gerade Nachwuchs ist oder so. Dann sagen meine Jungs, ja, Mensch, Tim, wann ist das denn bei euch so weit und alles? Ich habe da aber ja gar keine Zeit zu. Wenn ich abends im Bett liege, dann schlafe ich. Mahlzeit! Na, Chef? Moin. Der ist hier durch, ja. Kannst du machen. Aber darf das. Wie sieht's aus? Oh ja. Tim hatte mal wieder eine Idee. Die Familie muss weiter grillen. Matthias, komm mal her! Matthias Hüllstede, der hat sich an seinem 30. Geburtstag aus dem Staub gemacht und ist in Urlaub gefahren. Damit er jetzt nicht wieder abhaut, haben wir den hier jetzt im Pranger. Jeder, der will, kann sich eine Türklinke nehmen und sich bei Mattes recken und einzeln an vorbeilaufen. Hat er verdient. Das, was du mir angetan hast, an meinen 30. Kriegst du alles? Boah, das ist... Oh, ich zitter schon. Schön putzen, mein Junge. Putzen. Matthias, ich frage dich noch mal. Wirst du noch mal abhauen? Nein. Flügel? Passt. Wie weit seid ihr? Hast du noch einen Rechaud oder wie? Ja. Ja, aber die können ja jetzt gleich essen. Die können um Punkt 8 Uhr können die essen. Gott, ich liebe meinen Job. Ich kann ja nicht viel, aber das kann ich wirklich. 20 Uhr. Bei der anderen Party in Schweiburg läuft's. Udo und Christa sind schnell rübergekommen, um in Seefeld zu helfen. Mutter, Mutti. Ja, das machen die gut. Das können die schon ganz gut. Du hast mich auch so erzogen, ne? Ja. Ihn vielleicht nicht, aber mich. Ich bin jetzt aus der Nummer raus. Du bist ja jetzt raus? Ja. Nee, ich will nur eben koppen. Weil alles seine Richtigkeit hat. Essen passen, Attacke. Bist du zufrieden? Ja, alles besser. Passt alles. Jetzt ist Raubtierfütterung. Eben bei Detlef hat auch alles geklappt. Ja. Hat dann auch gebraucht. Udo und Christa ziehen sich langsam zurück. Tim, Sabrina und die anderen grillen, bis das Handgelenk schmerzt. Feierabend heute, 2:30 Uhr nachts. Anfang Juli. Die Halle und die lang ersehnte Küche werden wohl erst zu Weihnachten fertig. Tim will ins Nachbardorf. Die 90-jährige Stammkunde. Waren wir 16, da haben wir die Sau rausgelassen. Jetzt ist Arbeiten angesagt. Du, die Halle, die wir da bauen, die kostet ja auch Geld, ne? Also musst du irgendwie Karriere machen. Irgendwo muss das Geld ja reinkommen, ne? Und das mit dem Nachwuchs? Oh, kein Kommentar. Das kriege ich auf jeder Fete, überall. Da, wo gerade Nachwuchs ist oder so, dann sagen meine Jungs, ja, Mensch, Tim, wann ist das denn bei euch so weit und alles? Ich habe da aber ja gar keine Zeit zu. Wenn ich abends im Bett liege, dann schlafe ich. Mahlzeit! Na, Chef? Moin. Der ist hier durch, ja. Kannst du machen. Aber darf das. Wie sieht's aus? Oh ja. Tim hatte mal wieder eine Idee. Die Familie muss weiter grillen. Matthias, komm mal her!
Matthias Hüllstede, der hat sich an seinem 30. Geburtstag aus dem Staub gemacht und ist in Urlaub gefahren. Nee. Damit er jetzt nicht, ja, damit er jetzt nicht wieder abhaut, haben wir den hier jetzt im Pranger. Jeder, der will, kann sich eine Türklinke nehmen und sich bei Mattes recken und einzeln an vorbeilaufen. Hat er verdient. Das, was du mir angetan hast an meinen 30. Das ist so alles. Boah, das ist. Oh, ich zitter schon. Schön putzen, mein Junge. Putzen. Matthias, ich frage dich noch mal. Wirst du noch mal abhauen? Nein. Flügel? Passt. Wie weit seid ihr? Hast du noch einen Rechaud oder wie? Ja. Ja, aber die können ja jetzt gleich essen. Die können um Punkt 8 Uhr können die essen. Gott, ich liebe meinen Job. Ich kann ja nicht viel, aber das kann ich wirklich. 20 Uhr. Bei der anderen Party in Schweiburg läuft's. Udo und Christa sind schnell rübergekommen, um in Seefeld zu helfen. Mutter, Mutti. Ja, das machen die gut. Das können die schon ganz gut. Du hast mich auch so erzogen, ne? Ja. Ihnen vielleicht nicht, aber mich. Ich bin jetzt aus der Nummer raus. Du bist ja jetzt raus? Ja. Nee, ich will nur eben gucken. Weil alles seine Richtigkeit hat. Attacke! Bist du zufrieden? Ja, alles besser. Passt alles. Jetzt ist Raubtierfütterung. Eben bei Detlef hat auch alles geklappt. Ja. Hat dann auch gebraucht. Udo und Christa ziehen sich langsam zurück. Tim, Sabrina und die anderen grillen, bis das Handgelenk schmerzt. Feierabend heute? 7 Tage. Der erste Sonntag im Juli, Raststeder Musiktage. Saisonhöhepunkt für Caterer Tim und seine Mannschaft. Hallo Jonas. So, jetzt bock mal auf. 9 Uhr früh. In 2 Stunden sollen sie grillen. Für 100 Spielmannszüge und große Showbands. Essenszeit ist 3 Stunden. Und in 3 Stunden müssen irgendwie 1500 Leute irgendwie abgefertigt werden. Ja. Da immer rausnehmen. Genau. Dann habt ihr die sofort schon drin. Ja. Oder nicht? Ja. Das macht doch Sinn. Ja, dann können wir die da aus wieder rausnehmen. Dann. Genau, richtig. Ja. Okay. Oder wir drehen den großen. Wie können wir denn drehen, dass wir die so rausnehmen? Sabrinas Eltern gehören zum Orga-Team der Musiktage. Catering unter Beobachtung. Ja. Vor allem, weil Schwiegervater auch noch Fleischer ist, ne? Ach, die trauen mir das ruhig zu. Meine Eltern habe ich in den Urlaub geschickt. Dann haben wir auch unsere Ruhe hier. Alles ja, schön. Alles gut. Sabrina und Tim müssen durchmachen in diesem Jahr. Urlaub gönnen sich die beiden frühestens im Januar. Nach 3 Stunden Vorbereitung der große Ansturm. 1500 hungrige Musiker. Heute muss es probehalber schon mal ohne Udo und Christa gehen. Aber wenn der ganze Gollenstede-Clan mit anpackt, wird es Partyservice und Supermarkt auch in 10 Jahren noch geben. Da ist sich Tim, der Kaufmann mit den vielen Ideen, sicher. Das ist so Familienleben eben. Ohne dem, also wenn wir jetzt alles, wenn wir jetzt komplett alles mit Angestellten hätten und nicht viel selber machen müssten, dann wird es natürlich irgendwo auch woanders eng. Ne? So bleibt alles in der Familie und das Wochenende fängt so gegen 21 Uhr irgendwann an, wenn man dann im Bett liegt.
So. Zumindest. Das habe ich aber auch vom Alten. Ne? Wir hatten ja früher auch Fahrradhandel. Wir haben Fahrräder verliehen. Haben wir auch alles gehabt. Da ist der Alte mit angefangen und ja, und dann sollte ich das ja weitermachen. Und aber Fahrräder, das war. Ja, die Zeiten ändern sich und man soll. Schuster, bleib bei deinen Leisten, ne? Jonas ist ein Nachbarssohn und seit kurzem Praktikant. Der 15-Jährige ist lernschwach. Tim hat ihn unter seine Fittiche genommen, will ihn im kommenden Jahr als Auszubildenden einstellen. Jetzt, am Pfingstwochenende, bringen die beiden Zapfanlage und Tresen nach Owelgönne zu einem 50. Geburtstag. Mit dem Plasmaschneider eben ein Viertel daraus brennen. Dann kannst du mit der Flexi abschleifen, die scharfen Kanten. Mittlerweile hat sich das eben so, ist das so arbeitsintensiv auch geworden, dass man eigentlich im Sommer nur draußen ist. Deswegen bin ich ja froh, dass ich Jonas habe, dass er mich da unterstützt. Ich glaube, sonst würde ich da gar nicht gegen ankommen können. Moin! Jonas, baust du die Anlage auf? Jonas wird der erste Azubi seit 4 Jahren. Er ist ja nur noch täglich bei mir und ja, zu Anfang natürlich war das erst alles ungewohnt für ihn. Aber ich habe ihn dann irgendwann einfach mitlaufen lassen und selber machen und dann lernt er auch schneller. Ne? Alles Learning by Doing, das musste ich auch machen. Ne? Ja, macht sehr viel Spaß. Eigentlich alles. Und ab und zu ein bisschen Blödsinn labern, ne? Genau. Ja, weiß ich. Wenn du jetzt nur ein Bier haben willst, drückst du M. Raufstellen, runterdrücken. Und abnehmen. Dann ist das Bier fertig. Damit kannst du jetzt ca. 15 Bier in einer Minute schaffen. Schaffen brauchen wir nicht. Schaffst du, wollte ich gerade sagen, also ein lang dicker. Ich habe noch kein Pferd. Bier gezapft durch ein Magnetventil im Glasboden. Tims Idee, importiert aus den USA, hat ihn weit über den Jadebusen hinaus bekannt gemacht. Selbst in der Fußballarena von Schalke 04 hat der findige Kaufmann damit schon ausgeschenkt. Pfingstsonntag naht. Schankwagen Nummer 6 muss für die nächste Party vorbereitet werden. Bei einem Kreidlo-Motor kannst du nie was verkehrt machen. Und wenn du dir den gut wegstellst wie guten alten Wein, das ist egal. Friss kein Brot. Ja, da kannst du ja beide kaufen, weil allein schon die Zylinder. Zu doll da, ne? Hast du alles dafür? Ja, tschüss. Udos Leidenschaft, Fleisch und Wurst, zum Beispiel für kalte Platten. Ja, komm mal. Vegetarisches geht nur ganz selten über seinen Tresen. Das braucht hier keiner. Das braucht hier keiner. Das ist ab und zu mal Gemüsesülze, aber sonst läuft da nichts. Hey. Hat sich das ja hiermit erledigt. Ich habe ihn Gebrauch gekauft und da gab es ihn nur mit Gas, ne? Und das war, ja, der ist mir so quasi in Schoß gefallen und da konnte ich nicht Nein sagen. Das war auch wieder so ein Ding, wo Vater dann wieder gesagt hat, was willst du mit so einem Scheiß? Moin, Peter! Wo hast du die Nächte? Die hat Jonas, oder? Nee, da, hinterm Koffer. Selber machen, improvisieren. Typisch Gollenstedes. Das habe ich aber auch vom Alten, ne? Wir hatten ja früher auch Fahrradhandel. Wir haben Fahrräder verliehen. Haben wir auch alles gehabt. Da ist der Alte mit angefangen und ja, und dann sollte ich das ja weitermachen. Und aber Fahrräder, das war. Ja, die Zeiten ändern sich und man soll. Schuster, bleib bei deinen Leisten, ne? Jonas ist ein Nachbarssohn und seit kurzem Praktikant.
Der 15-Jährige ist lernschwach. Tim hat ihn unter seine Fittiche genommen, will ihn im kommenden Jahr als Auszubildenden einstellen. Jetzt, am Pfingstwochenende, bringen die beiden Bierzeltgarnituren, Heizpilze, Schankwagen, Geschirr und Besteck. Fast alles hier kommt von Gollenstedes. Oh, ich hab den Tisch auf dem Kick heute. Wie waren das 200 Teller, ne? Es ist 19 Uhr. Die Gastgeber kommen. Nur Tim und Sabrina bleiben draußen, wenn die eigene Clique feiert. Party-Service. Früher, ich sag mal, wo wir feiern gewesen sind, da waren wir 16, da haben wir die Sau rausgelassen. Jetzt ist Arbeiten angesagt. Du, die Halle, die wir da bauen, die kostet ja auch Geld, ne? Also musst du irgendwie Karriere machen. Irgendwo muss das Geld ja reinkommen, ne? Und das mit dem Nachwuchs? Oh, kein Kommentar. Das kriege ich auf jeder Fall. Da habe ich gedacht, was macht man jetzt, um zu überleben? Und dann habe ich die Chance gegriffen, weil ja bei mir auf der Nachbarschaft der Unternehmer war, der Busunternehmer. Und dann habe ich Busschein gemacht, nur ganz nebenbei. Seitdem ist der Kaufmann auch Busfahrer. Morgens und mittags dreht er eine große Runde. Am Laden vorbei, Richtung Deich und Jadebusen bis zur Grundschule. Da ist eine Entspannung, das ist mal was anderes. Kennen wir alle persönlich, ja. Kennen wir alle nach Namen und da brauche ich auch keine Fahrkarten mehr kontrollieren, da weiß man halt, dass sie mit müssen und die haben eine und das ist überhaupt problemlos. Wenn die dann kommen, dann rufen die schon von Weitem. Hallo Udo. Herr und eure Lehrerin nicht so viel. Bis heute Mittag. Tschüss. 10 Haltestellen und nur 11 Schulkinder. Wesentlich weniger geworden, ja. Wir haben schon vor 20 Jahren, wie ich hier gefahren bin, dann waren es 25, 26 Kinder. Also das hat sich halbiert, leider. Ein Problem. Ja. Unser ganzes Dorf ist ja kleiner geworden. Obwohl mehr Häuser da sind, aber die Bewohnerzahl passt nicht mehr. Der ältere Sohn ist auch Busfahrer, wollte den Laden nie übernehmen. Im Gegensatz zu Tim. Ich bin hier aufgewachsen und hier bleibe ich auch. Ich war ein Jahr lang im Außendienst für eine Getränkefirma. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber die Heimat hat einen immer wieder zurückgeholt. Ne? Mhm. Mein Vater und das, was der sich hier aufgebaut hat, für mich quasi, da kannst du nicht einfach sagen, nee, weißt du was, ich will das nicht weitermachen. Das ist einfach, die Verbindung ist einfach zu doll da. Ne? Hast du alles klar? Ja, tschüss. Udos Leidenschaft, Fleisch und Wurst, zum Beispiel für kalte Platten. Ja, komm mal. Vegetarisches geht nur ganz selten über seinen Tresen. Das braucht hier keiner. Das braucht hier keiner. Das ist ab und zu mal Gemüsesülze, aber sonst läuft da nichts. Dem ist der Kaufmann auch Busfahrer. Morgens und mittags dreht er eine große Runde. Am Laden vorbei, Richtung Deich und Jadebusen, bis zur Grundschule. Morgen, Janek. Entspannung, das ist mal was anderes. Kennen wir alle persönlich, ja. Kennen wir alle nach Namen und da brauche ich auch keine Fahrkarten mehr kontrollieren. Da weiß man halt, dass sie mit müssen und die haben eine und das ist überhaupt problemlos. Wenn die dann kommen, dann rufen die schon von Weitem. Hallo Udo.
eure Lehrerin nicht so viel. Bis heute Mittag. Tschüss. 10 Haltestellen und nur 11 Schulkinder. Wie sind wir hier geworden? Ja, wir haben schon vor 20 Jahren, wie ich hier gefahren bin, dann waren es 25, 26 Kinder. Ne? Also das hat sich halbiert, leider. Ein Problem. Ja. Unser ganzes Dorf ist ja kleiner geworden. Obwohl mehr Häuser da sind, aber die Bewohnerzahl passt nicht mehr. Der ältere Sohn ist auch Busfahrer, wollte den Laden nie übernehmen. Im Gegensatz zu Tim. Ich bin hier aufgewachsen und hier bleibe ich auch. Ich war ein Jahr lang im Außendienst für eine Getränkefirma. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber die Heimat hat einen immer wieder zurückgeholt. Ne? Mhm. Mein Vater und das, was der sich hier aufgebaut hat, für mich quasi, da kannst du nicht einfach sagen, nee, weißt du was, ich will das nicht weitermachen. Das ist einfach, die Verbindung ist einfach zu doll da. Ne? Hast du alles klar? Denk dran, ja, tschüss. Udos Leidenschaft, Fleisch und Wurst, zum Beispiel für kalte Platten. Ja, komm mal. Vegetarisches geht nur ganz selten über seinen Tresen. Das braucht hier keiner. Das braucht hier keiner. Das ist ab und zu mal Gemüsesülze, aber sonst läuft da nichts. Hat sich das ja hiermit erledigt. Ich habe den Gebrauch gekauft und da gab es ihn nun mit Gas. Ne? Und das war, ja, der ist mir so quasi in den Schoß gefallen und da konnte ich nicht Nein sagen. Das war auch wieder und ich kenne meine Meute, ja. Ne? So, da muss ich gleich dran denken. Was kommt da jetzt noch? 2 Kisten Bier, einmal Waschmittel. Ein Lieferservice, der sich auf den ersten Blick nicht rechnet. Oh ja, noch eben auf die Schnelle. Das Service, bis zu einem bestimmten Umkreis ist das alles Service. Das, man kann für, ich sag mal, so 5 Kilometer Umkreis, da kann man jetzt nicht da großartig Geld für verlangen. Ich finde, das gehört auch einfach immer dazu. Das sind Stammkunden und das muss man irgendwie pflegen. So, da sind wir. Ja, das ist nett. So, die beiden einmal. Das war's schon. Kann das Haus bei Regen wieder schwimmen. Ja, genau, richtig. Danke. Herr Fischer, tschüss. Einen angenehmen noch. Dankeschön. Tschüss. Da fahre ich schon jahrelang hin. Und wie soll es auch gehen? Die haben kein Auto. Die sind überhaupt nicht mobil. Wie sollen sie es anders machen? Ne? Auf zu Kumpel Mattes. Grillen für 200 Personen. Das geht nur, wenn Tims Familie mithilft. Seine Freundin Sabrina ist Floristin, hat gerade erst Feierabend. Dazu Praktikant Jonas und sein älterer Bruder Marc. Wollen wir die Zelte gleich schon aufbauen oder nicht? Wenn es gleich regnet? Sonst wehen die auch weg, wa? Ja, doch. Ja, ich bin damit so mit reingewachsen, ne? Ja. Mitgehangen, mitgefangen, sag ich immer. 15 Kilometer weiter nordwestlich am Jadebusen, Seefeld. Auch Tims älterer Bruder Marc, Busfahrer genau wie Vater Udo, packt mit an, wann immer er kann. Klar, es gibt auch Tage, da hat man sich dann mal in eine Fittiche oder in eine Haare, aber es ist schon was geordnet. Zapfanlage und Tresen nach Ovelgönne zu einem 50. Geburtstag. Mit dem Plasmaschneider eben ein Viertel da rausbrennen. So, ja. Dann kannst du mit der Flexi abschleifen, die scharfen Kanten. Ja. Mittlerweile hat sich das eben so, ist das so arbeitsintensiv auch geworden, dass man eigentlich im Sommer nur draußen ist. Deswegen, ich bin ja froh, dass ich Jonas habe, dass er mich da unterstützt. Ich glaube, sonst würde ich da gar nicht gegen ankommen können.
früher, ich sag mal, wo wir feiern gewesen sind, da waren wir 16, da haben wir die Sau rausgelassen. Jetzt ist Arbeiten angesagt. Du, die Halle, die wir da bauen, die kostet ja auch Geld, ne? Also musst du irgendwie Karriere machen. Irgendwo muss das Geld ja reinkommen, ne? Und das mit dem Nachwuchs? Oh, kein Kommentar. Das kriege ich auf jeder Fete, überall. Da, wo gerade Nachwuchs ist oder so, dann sagen meine Jungs, Mensch, Tim, wann ist das denn bei euch so weit und alles? Ich habe dabei ja gar keine Zeit zu. Wenn ich abends im Bett liege, dann schlafe ich. Mahlzeit! Na, Chef? Moin. Der sieht durch, ja. Kannst du machen. Aber du darfst das. Wie sieht's aus? Oh ja. Tim hatte mal wieder eine Idee. Die Familie muss weiter grillen. Matthias, komm mal her! Matthias Hüllstede, der hat sich an seinem 30. Geburtstag aus dem Staub gemacht und ist in Urlaub gefahren. Nee. Damit er jetzt nicht, ja, damit er jetzt nicht wieder abhaut, haben wir den hier jetzt im Pranger. Jeder, der will, kann sich eine Türklinke nehmen und sich bei Mattes recken und einzeln an vorbeilaufen. Hat er verdient. Das, was du mir angetan hast an meinen 30. Das ist so alles. Boah, das ist. Oh, ich zitter schon. Schön putzen, mein Junge. Putzen. Matthias, ich frage dich noch mal. Wirst du noch mal abhauen? Nein. Flügel? Passt. Wie weit seid ihr? Hast du noch einen Rischot oder wie? Ja. Ja, aber die können ja jetzt gleich essen. Die können um Punkt 8 Uhr können die essen. Gott, ich liebe meinen Job. Ich kann ja nicht viel, aber das kann ich wirklich. 20 Uhr. Bei der anderen Party in Schweiburg läuft's. Udo und Christa sind schnell rübergekommen, um in Seefeld zu helfen. Mutter, Mutti. Ja, das machen die gut. Das können die schon ganz gut. Du hast mich auch so erzogen, ne? Ja. Ihn vielleicht nicht, aber mich. Ich bin jetzt aus der Nummer raus. Du bist ja jetzt raus? Ja. Nee, ich will nur eben gucken. Weil alles seine Richtigkeit hat. Attacke! Bist du zufrieden? Ja, alles besser. Passt alles. Jetzt ist Raubtierfütterung. Eben bei Detlef hat auch alles geklappt. Ja. Hat dann auch gebraucht. Udo und Christa ziehen sich langsam zurück. Tim, Sabrina.